klingt nur scheiße. So. Uni anders. So. Yay, noch mehr Eisen. Da blüht einem doch quasi das Herz auf. Kommt doch mehr Eisen, Alter. Ey, ist ja schon fast ungesund, wie viel Eisen hier ist. Also ich meine, ja, Eisen ist zwar gesund, aber wenn zu eisenhaltig ist, dann wird man ja, Gott, wie heißt der Film nochmal? Der Gigant aus dem All. Ultra geiler Film. Also, er ist nicht geil im Sinne von The Fast and Furious geil, sondern halt für als Kindheitsfilm, sagen wir jetzt mal, im Vergleich mit anderen Kindheitsfilmen, ist das schon ein geiler Streifen. Weiß eigentlich noch einer, warum man zu Filmen Streifen sagt? Ja. Woher ja alle so im digitalen Zeitalter leben, ja? Kennt überhaupt noch einer dieser schwarzen Bänder, die man früher in Videorekordern, Fotoapparaten, etc. hatte? Mhm. Ja, diese guten analogen Dinger. Wobei wird er heute auch noch eingesetzt. Ne? Also jetzt im Filmgeschäft nicht mehr wirklich. Da hat tatsächlich Digitalisierung die analoge Welt quasi komplett abgedrängt, also neue Filme werden tatsächlich digital auch aufgenommen. Also die Kameras an sich arbeiten zwar analog, die haben analoge Chips drin und das Signal wird auch analog weiterverarbeitet, TED. Aber ja, die Filme, das Mastering und so zum Beispiel ist, soweit ich weiß, komplett digital. Das heißt also, wenn man jetzt zum Beispiel alte Kinos hat, die halt noch mit Filmstreifen arbeiten, dann hat man das tatsächlich, dass die Filme für die Leinwand dann wieder analogisiert werden. Also, ja. Schön lacht mich, wenn ich falsch liege, aber so ist es meines Erachtens nach. So, okay, ist alles weg. Fischer. Es ist natürlich was anderes als das, was wir hier so als digitale Welt betrachten. Also, ist das kein einfacher Camcorder, sondern ist, wie gesagt, es ist halt trotzdem noch High Professional Material, was sie da benutzen. Zum Beispiel arbeiten die Kinoproduzenten ausschließlich mit HDR-Material. Heißt also, die analogen Daten werden nicht mit 8-Bit abgetastet, sondern mit mindestens 14-Bit. Also als unterste Grenze ist wohl 12-Bit mittlerweile Standard. Wie gesagt, die meisten arbeiten auch schon mit 14-Bit oder 16-Bit Auflösung, wobei 16-Bit noch nicht so ganz Standard, also noch nicht ganz so im Kommen ist. Nee, aber wie gesagt, die Daten, die liegen halt dann halt digital vor mit 16-Bit pro Farbkanal, beziehungsweise pro Kanal, ist ja JUV-Format, sodass sie dann zum Beispiel auch noch in der Helligkeit und so nachbearbeitet werden können, ohne dass dann da irgendwelche Farbfehler oder Farbverfälschungen da irgendwie auftreten und man dann so eine typischen Helligkeitsbearbeitungsartefakte hat. Wo man dann so schön Regenbogenstreifen über das Bild hat, da wo so Farbverläufe sind. Kennt man ja, jeder, der schon mal ein GIMP irgendwie Bild bearbeitet hat und bei dem Bild Helligkeit hochgedreht hat oder runtergedreht, dürfte das wahrscheinlich kennen, dass dann praktisch bei Farbverläufen, wenn du jetzt irgendwie eine Fläche fotografiert hast, wo halt so ein Helligkeitsverlauf ist und den dann halt im Nachhinein bearbeitest, dass sie sich dann praktisch so Streifen darauf abbilden, also so Kanten, weil es halt daran liegt, dass halt klassische Fotoapparate halt mit 8-Bit aufnehmen. Weswegen ja mittlerweile auch so die ganzen Heimprofi-Fotografen mittlerweile auch alle nur noch HDR-Kameras benutzen. Und die ganzen Profi-Kameras so für den Endanwender mittlerweile auch alle HDR-fähig sind, durchweg. Selbst normale Handys sind mittlerweile HDR-fähig, ja. Also selbst wenn man jetzt ein iPhone hat oder so ein Samsung-Handy, selbst die haben mittlerweile durchweg HDR-Unterstützung. Wobei man da immer noch unterscheiden muss, das, was die als HDR verkaufen, ist jetzt bei weitem nicht das, was richtige Profikameras haben.
Weil, ja, erstens lösen die Sensoren viel schärfer auf bei richtigen Kameras. Und diese Handykameras, da wird das Bild ja sowieso in alle Richtungen gestreckt. Heißt also, erstens, wenn man heutzutage eine 8K-Kamera hat bei dem Handy, dann heißt das noch lange nicht, dass der Chip auch wirklich 8K hat, sondern im Idealfall hast du vielleicht einen 4K-Chip im Handy drinne und das Bild wird dann mittels, ja, mittels Signalprozessoren hochskaliert auf 8K unter solche Sachen wie Rauschunterdrückung etc. Womit sich natürlich ein richtiger Profi-Fotograf nie im Leben abgeben würde. Sondern Profi-Fotograf nimmt halt wirklich immer das wirkliche Rohmaterial aus dem Sensor quasi. Und alles, was er machen möchte, macht er selber per Hand. Ja. Und genau dafür ist halt dieses HDR-Format halt prädestiniert, weil eben da kannst du halt wirklich in voller Qualität das abgreifen, was der Sensor wirklich bereitstellt. Und kannst das dann praktisch in deinem ja, Bildeditor deines Vertrauens nachbearbeiten, wie du wirklich möchtest, ohne dass es irgendwie zu Farbverlusten im klassischen Sinne kommt, dass du halt diese Artefakte da im Bild hast. Ich meine, Farbverlust an sich hast du natürlich immer, klar. Wenn auch ein 16-Bit-Bild, also ein HDR-Bild mit pro Farbkanal 16-Bit, wenn du das jetzt mit einem Gamma-Wert bearbeitest oder eine Helligkeit bearbeitest, ja, da hast du danach natürlich auch keine originale Farbtracht mehr, sondern da gehen natürlich auch Farbinformationen, also Bildinformationen verloren. Aber halt bei weitem nicht so viele, wie als wenn du mit einem 8-Bit-Bild arbeitest. Ich weiß gar nicht, auf welcher Höhe wir jetzt überhaupt sind, Alter, aber ich weiß ja auf jeden Fall, dass wir noch eine Menge vor uns haben. Ich spur ganz kurz rein. Ach, minus 50 Grad mal. Oh Gott, wir sind am Arsch. Wir sind sowas von gefickt. Wir sind sowas von gefickt. Das wird noch eine lange, 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 lange Arbeit. Na gut, ich glaube mal, wir hören erstmal hier mit auf. Na komm, die Spitzhacke mache ich hier noch fertig. Die mache ich noch leer. Dann hören wir erstmal hier mit auf und bauen erstmal an unserem Haus weiter. Das möchte auch fertiggestellt werden mittlerweile mal endlich. Ich bin auch jetzt die ganze Zeit am Überlegen, ob ich hier den gesamten Tunnel mal schütze. Achso, wow, danke. Das ist höchstens Essen. Was gar keine so schlechte Idee ist. Ja, komm, mach ich aber kurz als Administrator hier, ne? Ganz warum bin ich so, warum bin ich so ultra schnell? Ach, was nicht Bock. Brauchen wir nicht. Weil der Tunnel wird sich sowieso noch ganz schön stark verzweigen und da jetzt den Eingang zu, dann muss ich später dann alles machen und da brauche ich dann richtig keinen Bock. Alter, ich falle schon wieder ganz schön tief hier. Ja, das ist das Problem. Wir müssen quasi den Tunnel noch flacher bauen, damit man hier sicher runtergehen kann, ohne gleich immer zu. Ach so, ist der Stein da heller. Da ist gar kein Stein mehr, oder? Hä, bin ich jetzt bescheuert? Doch, ist ein Stein. Ah, wow. Da hat wohl ein bisschen die Lightning-Methode ein bisschen verkackt. Ja, hier auch wieder. Digga, was ist denn hier los? Ja, das ist so. Muss das so sein? Aber ich habe das studiert. Ist es da heller? Digga, was ist hier los? I have no idea, was das Spiel von mir will.
fällt doch gerade Eisen lang, wie wir noch die Hacke haben. Kann ich ja noch mal ganz kurz gucken, wo wir hier noch mal überall ein bisschen Eisen freigelegt haben. Nein! Scheiße, da war noch mehr Eisen. Fuck. Oh mein Gott. Das wird mein Arbeitsherz nie wieder verkraften. Oh. Apropos verkraften. Apropos Eisen. Witzig, wir machen gerade YouTube-Videos. Okay, hier ist nichts mehr. Gut. Dann. Da ist, Stein hin. Okay. Gut. So, wir haben ein bisschen was dabei an Clean Stone. Da kann ich nämlich gleich mal die Slabs bauen. So ungefähr. Da komm ich mal her. Werden wir bestimmt gebrauchen können. Ach, leck mich doch. Durchgebrannte Stück Scheiße. Kann man jetzt von Gravel auch Slabs machen? Nee, kann man nicht. Gut, dann nehme ich euch bitte mal hier wieder raus und mache hier Holzslabs. Habe ich natürlich umgelassen. Ich möchte sterben. Fuck you, jetzt möchte ich noch mehr sterben. Boah, Alter! Das Testament wurde erfolgreich aufgesetzt. Digga, wie viel haben wir heute gebaut? Das reicht ja gar nicht. Eins. Wow, genau drei Stück fehlen noch. Ernsthaft jetzt. Easy. Ach, wächst ja noch was oder was jetzt? Wir fahren gerade gefühlte 3 Stunden. Das ist alles, was in der Zeit passiert ist? Lächerlich. Einfach nur lächerlich. So, na komm, 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 komm. Leck mich! Ah, das wird Protokoll auch wieder ewig. Okay, da gehen wir mal. Achso, kann ich ja alles in den Kisten raus stapeln. Wir haben Kupfer bekommen. Yay! Yeah. Oh, ansonsten. Ja, war erstmal alles. Okay. Gut, dann machen wir mal was mit unserem Haus weiter, ne? Kommt der erste Sach dran. Soweit ich weiß. Alles tja, tja. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Der ganze Plunder kommt alles da rein.
So. Okay. Da will. Achso, siehst du? Boah, Alter, wir haben fast unsere gesamte Kohle verbraucht. Heiliger Scheiße, ey. Fuck! Achso. Ich dachte schon, wir haben jetzt echt fast unsere gesamte Kohle fürs Brot verbraucht. Ja, wie ich meinte, also. Brot brauchen wir in Zukunft erstmal nicht mehr. Ja, also Getreide. Da haben wir mittlerweile echt mehr als genug. Gut. Ja, Haus. Da haben wir hier das Dach, haben wir also den Dachboden haben wir mittlerweile schon befällt. Den Außenrand haben wir glaube ich auch komplett. Mal rumgucken und da werden wir jetzt natürlich unauffällig das Schwein umbringen. So, genau. Was ist der Herr? Was ist denn das hier? Wer macht denn so einen Scheiß? Das gehört illegalisiert. Das gehört verboten. Gut, okay. Können wir also dann direkt mit dem Dach an sich anfangen. Da weiß ich aber nicht, welches Material wir da verwenden. Einfach Holz. Das ist eine scheiß Farbe. Ich überlege, ob wir da so Stein benutzen. Da wäre aber die Frage, ob wir das normale Cobblestone benutzen. Bin ich eigentlich fast dafür. Alternativ können wir natürlich auch eine Wüste aufsuchen und nach roten Steinen suchen. Das wäre mir persönlich fast lieber. Machen wir auch. Okay, das heißt, wir brauchen Spitzhacken für unterwegs. Wir haben allerdings, haben wir nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, wir haben auch alles in dem Crafting-Menü drin. Das habe ich aber rausgenommen. So. Easy. Ansonsten zu essen haben wir. Wir haben keine Rüstung. Lock dich aber aus. Was? Ich mache weiter. Okay, ich gucke jetzt YouTube. Okay, lock dich aber aus. Wir haben Kaktus. Nice. Interessant. Ja. Gut. Ansonsten. Oh ne, mehr mitnehmen brauchen wir nicht. Eisen könnte ich rein theoretisch. Ne, komm, ich nehme erstmal. Ich erstmal komplett hier mit. Okay. Auf in den Krieg. Da hinten ist eine Wüste. Sieht aber erstmal aus wie ein. Oder. Oh! Wir haben einen neuen Nachbarn. Boah. Platsch. Boah. Ach, Mann. Hä? Wie gesagt, hier immer eine Lücke dazwischen. Erstens hat sich so eine schwimmende Insel. Ja, da sollen die wenigstens so machen, dass es irgendwie auf irgendwas draufsteht. Und dann, was soll das für ein Haus werden? Glaspalazzo. Interessant. Oh, Erdbaumwolle. Dieses Schwein. Das Schwein hat Baumwolle. Das, was wir brauchen. Heute Baumwolle. Schwein. Ey, ich hau. Achso, er farmt. Fick. Wir brauchen Bombe. Ey, soll ich mal Griefe die alles klauen? Es war geschütztes Konto, aber wir sind doch Admin. Wir können das doch. Ach, garantiert nicht. So. Lalalala. Da. Ach, du Schwanz. Oh, ich hab. Ja. Das mag meine Grafikkarte so gar nicht. Oh, wobei geht eigentlich sogar noch. Egal, muss nicht sein. Oh Gott, wie sieht das denn hier aus? Kommt man da hoch? Nee, da kommt man nicht hoch. Nee, da kommt man nicht hoch. Kommt man hier vielleicht auch mal rauf? Hier zum Beispiel? Ah, also scheint echt nur eine kleine Wüste zu sein. Also alles andere als das, was wir suchen. Gut, dann gehe ich mal wieder runter und gehe mal ein bisschen weiter. Wir dürfen nun, wir müssen nur darauf achten, dass wir uns nicht hier komplett verlatschen. Aha, ja, hier ist alles normale Walachei. Ich laufe mal im normalen Tempo. Da baut doch die Map besser auf.
alles über dieses Silver Sand. Gibt's doch gar nicht. Gibt's hier eine rote Wüste? Gibt's denn jetzt überhaupt rote Wüsten? Ich bin doch klar hier, genau. Was wollte ich gerade sagen? Hier gibt's keine Wüste, Alter. Also keine rote Wüste. Ah, the question is, wo ist die nächste? Oha, da geht eine Höhle runter. Oh. Oh, hier war wohl noch keiner. Oh ja. Wer weiß das schon. Lass mal wieder hoch. Wir könnten uns auch ein Boot bauen. Scheiße, wir haben da kein Holz dabei. Das Wasser mit dem Boot. Ach Gott. So, da kommen wir wieder aufs Land drauf. Sehr schön. Ah. Da vorne kommen die ersten. Ach ja, zum geht er ja nicht mehr. Die ersten Erscheinungen von den neuen Doom-Versionen, Mindtest-Versionen, das mit die Algen in die Wasser. Vielleicht treffen wir ja auch auf Gebüsche, wo Beeren dran wachsen. Da! Das hier zum Beispiel. Yay! Okay. Die hole ich vielleicht mal in unsere Gegend. Kann ich hier auch, habe ich auch Axt? Ja, habe ich. Da geht das Ganze nämlich ein bisschen schneller. Hoffe ich zumindest. Sollte aber eigentlich. Der geht überhaupt nicht schneller. Gut, dann kann ich das auch natürlich auch sein lassen, ganz klar. Ich habe gerade gesagt, du sollst das. Ach so, wow, ich habe gerade das Falsche weggepackt. Ja gut, das war geplant. Ja, bisschen. Ich weiß zwar noch nicht genau, was wir mit den blauen Bären machen können, also außer Essen natürlich. Weil Gerichte und so gibt es ja hier leider noch gar nicht. Also von daher bleibt uns wirklich nur übrig, die Dinger zu essen. Weil ich glaube, so wie Getreide oder sowas, dass man das in den Ofen schmeißen kann, gibt es hier wahrscheinlich die Blaubeeren noch gar nicht. Von daher ist das wahrscheinlich einfach tatsächlich als so Snack für zwischendurch gedacht. Was aber tatsächlich auch geil ist, weil man kommt relativ gut an sie ran, also relativ einfach an sie ran. Und sie wachsen auch auf also relativ häufig insgesamt gesehen. Zwar nur so auf diesen Flachebenen hier, klar, aber von diesen Flachebenen gibt es ja, die sind ja relativ groß. Man kann sich also sehr easy auf so ein Gebiet niederlassen lassen. Ja, und dann kann man, ne? Übrigens, ja genau, manchmal müssen wir gleich bei der nächsten Aufnahme. Wow, hier so ein Kackhaufen Stift. Kann ich, Alter, das sieht hier mal nice aus. Kann ich ja bei der nächsten Folge so eine kleine Special-Folge machen. Nice. Und zwar weil die. Ja, Eva, was überhaupt? Ich bin gerade am Überlegen, ob ich die Freedom Map erst überlegt, dann reden. I have no idea. Ja, gut, mal schauen. Oha, hier geht's aber tief runter. Das tut aber. Ein Schwein.
Ein Schwein. Oh, da gleich noch eins. Oh mein Gott. Die Götter sind mir wahrlich gut gesonnen. Aber warum kommt eigentlich ein Schwein so weit weg? Hab doch die Active Range extra weit runtergesetzt. Eigentlich dürfte ich diese auch gar nicht so weit aktiv rumlaufen sehen. So seltsam. It's a bug in the system. Oh mein Gott. Hol den System Command. Ah, da haben wir jetzt Steppe. Ist auch nicht das, was ich suche. Mann, wir brauchen Wüste. Na gut, das war's für die Aufnahme erstmal. In der nächsten Aufnahme suchen wir dann am besten weiter. Oh Gott. Oh ja, komm dann, Papi. Okay. In dem Sinne würde ich immer sagen, schau, bitte, Frau.